Frage. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ja bekannte Strategie der AfD, die politischen Anliegen auf Halb- und Unwahrheiten zu bauen, ja, das eigene Narrativ sozusagen bestärken, indem man sich nur die Argumente raussucht, die ins eigene Weltbild passen. Und dieser Antrag ist lediglich eine weitere, vermutlich von vielen Episoden dieser Art Politik zu machen. Die AfD fordert, dass künftig niemand mehr an Deutschlands Grenzen Asyl beantragen kann. Sie fordert auch sofort umfassende Grenzkontrollen mit entsprechenden Vollmachten. Was heißt das eigentlich, entsprechende Vollmachten? Konkret wird die AfD hier nicht, sie bleibt nebulös, und das überrascht auch nicht, denn wenn man sie wirklich mal auf ihre Forderungen festnageln möchte, ja, oder sie es unterfüttern, realitätstauglich machen würde, müsste sie den Menschen in Deutschland auch erklären, dass es vorbei ist mit europäischer Freizügigkeit, vorbei mit europäischer Solidarität, vorbei mit dem Grundrecht auf Asyl, vorbei mit staatlichem Verantwortungsbewusstsein. Dann würde um Deutschland eine Mauer gebaut, und wir müssten womöglich sogar hier in diesem Parlament darüber diskutieren, ob es nun geboten ist oder nicht, im Zweifel an der Grenze auch auf Flüchtlinge zu schießen. Das ist das, was sich in diesem Antrag tatsächlich verbirgt. Sie kritisieren die Entscheidung der Bundeskanzlerin vom 5. September 2015, als sie gemeinsam mit Österreich Schutzsuchenden aus Ungarn die Einreise nach Deutschland erlaubt hat, und sehen hierin einen Rechtsbruch. Sie berufen sich dabei auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Ich kenne dieses Gutachten auch. Und zur Versachlichung: Es stellt eben gerade nicht fest, dass dem Handeln der Bundesregierung die Rechtsgrundlage gefehlt habe. Im Gegenteil, das Gutachten stellt lediglich verschiedene Rechtsauffassungen gegenüber, ohne Position zu beziehen. Wer aber glasklar Position bezieht, und auch das sparen Sie einfach aus, das ist der Europäische Gerichtshof. Der hat in diesem Jahr geurteilt und deutlich gemacht, dass Deutschland im Sommer 2015 rechtmäßigerweise von seinem Selbsteintrittsrecht nach dem Dubliner Übereinkommen Gebrauch gemacht hat und richtig gehandelt hat. Dieses Urteil lassen Sie einfach, aber das lernen wir ja jetzt hier, dass das guter Ton ist, von Ihnen unter den Tisch fallen. Ich finde, das ist wahnsinnig unseriös. Und wenn wir über Rechtsbrüche reden, ja, warum erwähnen Sie dann eigentlich nicht, dass der eigentliche Bruch mit dem geltenden Recht in Budapest stattgefunden hat, durch Ihren Bruder im Geiste, Viktor Orban, der Flüchtlingen über Monate und Wochen den notwendigen Schutz versagt hat, damit europäisches Recht gebrochen hat. Denn das war nämlich die eigentliche Ursache für die massiven Binnenmigrationen in Europa. Und bei aller Kritik, ja, die wir an der Flüchtlingspolitik dieser letzten Bundesregierung auch hatten, ja, die Bundeskanzlerin hat angesichts der damaligen Situation, ja, und das muss man eben auch politisch einordnen, das einzig Richtige getan. Es war humanitär geboten, diesen Menschen zu helfen. Und wenn wir schon beim Aussparen von Fakten sind, Sie behaupten ja auch immer wieder, dass Merkels Entscheidung Grund war für den Anstieg der Geflüchteten in Europa, in Deutschland. Und ich meine mal ehrlich, wie fernab jeder Realität ist es eigentlich? Ja, die Menschen, die hier 2015 angekommen sind, waren mitnichten dem Aufruf Merkels gefolgt oder erst seit kurzem auf der Flucht. Es war die Eskalation im Syrienkrieg, die Tatsache, dass die Hilfswerke in den Anrainerstaaten völlig unterfinanziert nicht mehr die Lebensmittelration bereitstellen konnten. Es war die Einführung der Visumspflicht in den Anrainerstaaten Syriens, die massive Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan und nicht zuletzt die Unfähigkeit der europäischen Regierung, sich solidarisch mit den Mittelmeeranrainern zu zeigen. Frau Kollegin. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Hallo, ich bin in der Zwischenzeit. Guten Tag. Aus Herrn Friedrich ist jetzt Frau Roth geworden. So, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen von der AfD? Selbstverständlich. Ja, es muss nicht sein, aber es gehört ja zum guten parlamentarischen Ton, insofern sehr gerne. Ich weiß es zu schätzen. Vielen Dank, untertänigst. Sie haben gerade eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Sie haben gerade eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs angedeutet, in der festgestellt worden sei, dass das Regierungshandeln Merkel richtig gewesen sei, was die Grenzöffnung angeht. Können Sie die Stelle mal zitieren, aus der Sie das lesen? Dazu müsste ich jetzt direkt in das Urteil gucken. Das habe ich hier vorne nicht vorliegen. Aber es war ganz klar festgelegt, dass sozusagen aufgrund der Möglichkeit, selbst einzutreten, ich meine, die haben wir ja an vielen Stellen im europäischen Recht, ja, wenn ein Geflüchteter zum Beispiel in Deutschland eigentlich rücküberstellt werden müsste in einen anderen europäischen Staat und das nicht innerhalb von 3 Monaten gelingt, dann
gibt es dieses Selbsteintrittsrecht ja sogar automatisch. Aber es gibt bestimmte Fälle, wenn eine Überforderung in anderen Mitgliedstaaten der Fall ist und auch eine humanitäre Notlage existiert, die Möglichkeit des Selbsteintrittsrechts. Und das hat Angela Merkel in Anspruch genommen, gemeinsam mit dem Bundesinnenminister. Und ich sehe auch überhaupt keinen Grund dafür, das jetzt irgendwie in Frage zu stellen, weil das war eine humanitäre, auch politisch einzuordnen, humanitäre Entscheidung zu diesem Punkt, die ich nach wie vor ausdrücklich unterstütze und wo das Europarecht auch glasklar Möglichkeiten für lässt. So, und damit hier keine Missverständnisse auftauchen, die grüne Fraktion will ebenfalls schnelle und lückenlose Registrierung aller Ankommenden, ja, auch aus Sicherheitsgründen, vor allen Dingen aber auch im Interesse der Schutzsuchenden selbst. Denn sie können nur so einen Asylantrag stellen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schnelle, faire und zügige Verfahren auf den Weg bringen. Und da gibt es zahlreiche Maßnahmen und auch noch viele Möglichkeiten der Verbesserung, ja, von einer Qualitätsoffensive beim Bundesamt bis hin zur Entkriminalisierung des Straftatbestandes der illegalen Einreise, wie es zum Beispiel der Bund der Kriminalbeamten fordert. Meine Fraktion, das sage ich auch ausdrücklich mit Blick auf den Geist dieses Antrages, ja, meine Fraktion stellt sich dieser nationalstaatlichen Kleingeisterei der AfD entschieden entgegen. Wir kämpfen für die Überwindung des Dublin-Systems, eine echte gemeinsame europäische Asylpolitik für legale Wege, Resettlement, Familiennachzug. Denn uns ist Europa und unsere Freizügigkeit nicht egal, meine Damen und Herren. Uns ist auch nicht egal, was auf den Sklavenmärkten und in den Folterknästen Libyens vor sich geht, ein Land, das Sie ja als unproblematisch Zielland für Geflüchtete beschreiben. Und deshalb sage ich ganz ausdrücklich, unsere Verantwortung hört nicht an unseren Grenzen auf, sie beginnt dort erst. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Luise Amtsberg. Die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Andrea Lindholz.